Moin, meine Lieben, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, nachdem die Leipziger gestern leider 3-1 bei den Glasgow Rangers verloren haben, erübrigt sich das, dass wir darüber sprechen, dass, wenn sie ins Finale eingezogen wären, wie die Frankfurter gegen West Ham ins Euroleague-Finale und nach 34 Spieltagen Leipzig mindestens Vierter geworden wäre oder würde, dann wäre sogar noch Platz 5 für die Champions League aus der Bundesliga interessant gewesen für uns. Das erübrigt sich jetzt aber, also brauchen wir darüber nicht sprechen. Fakt ist, wir haben es in der eigenen Hand, Platz 5 oder 6, Sechster zu werden. Vom Platz 4 will ich gar nicht reden. Das ist alles utopisch da. Klar, Leipzig darf maximal nur noch ein Spiel gewinnen aus seinen zwei Spielen und Freiburg darf maximal nur noch ein Unentschieden oder zwei holen oder eins, ich glaube eins, weil die auch das bessere Torverhältnis haben, damit die halt, weiß ich nicht, Platz 4 verteidigen. Also vom Platz 4 verabschiede ich mich total, komplett. Fünfter werden oder Sechster werden, geil, das haben wir in der eigenen Hand. Ja, schlechtenfalls können wir nur noch Achter werden, sollten wir zweimal verlieren und Hoffenheim gewinnt noch zweimal. Oder Union holt noch einen Punkt oder einen Sieg, wie auch immer. Aber gehen wir fest davon aus, dass wir Fünfter oder Sechster werden. Also das lassen wir uns auch nicht mehr nehmen. Aber, kleiner Fingerzeig, kleine Mahnung, die Wolfsburger könnten auch morgen Spielverderber sein. Das werden sie aber nur, wenn wir die gleich ins Spiel kommen lassen, die vielleicht ein, zwei Chancen auch gleich nutzen, so wie wir zuletzt. Oder wir einen Fehler machen und die einladen und die darauf hinaus dann Bock bekommen. Ansonsten, wenn wir gleich vorne weg sind, vor 50.000, schräg, 200.000 plus Fans, die alle Gebete in den Himmel schicken, auf den Rasen schicken, Energie in die Spieler schicken, in die Ersatzspieler schicken und so weiter und so fort, dann wird der FC das auch morgen knapp gewinnen. Mein Tipp ist 1-0 oder 2-1 für Köln. Allerdings sagen, die Saison ist für Wolfsburg gelaufen und da passiert nichts mehr, das halte ich ein bisschen für, weiß ich nicht, zu früh oder zu schnell, dass man die zu schnell absagt. Wie gesagt, ich habe gut gegen Augsburg, Angstgegner, habe ich auch gedacht, wird schwer. Ich habe Stand jetzt eher ein schlechteres Bauchgefühl als zuletzt, aber immer noch gut genug, also das ist immer noch gut genug, dass es für morgen laut meiner Sicht ausreichen wird. Ja, wie gesagt, 32 Saisonspiele ist, oder das 32. Saisonspiel ist es morgen gegen den VfL Wolfsburg. Bilanz ist nicht ganz so rosig. 7, 10, 14, also 7 Siege, 10 Unentschieden, 14 Niederlagen. Die letzten Spiele waren dann aber schon mehr positiv. Wenn ich jetzt mal so einmal über den Direktvergleich fliege hier, ja, also entweder fällt gar kein Tor oder nur eins. Oder es fallen 3 bis 4 Tore in der Regel. Ja, hoffen wir, dass das morgen gut für uns ausgeht, dass Modest heiß ist, dass er nicht überperformt, dass er nicht übermotiviert ist und seine Chancen dann gleich nutzt, sodass wir dann da gleich auch wieder in Führung gehen werden. Und ja, Marc Uth ist in bestechender Form, aber auch jetzt Thielmann, Kainz, Skiri, Özcan, im Grunde die ganze Mannschaft in Gänsefüßchen. Ja, viele sagen, Kilian wackelt ein bisschen. Ich sehe das nicht ganz so eng, extrem. Klar, das ein oder andere Gegentor ist jetzt über ihn gefallen. Aber alles kann man eben nicht verteidigen. Das ist einfach so, ne? Ja, kommen wir nun zur Spielanlage der Wolfsburger. Bekannte Ausfälle könnten Bornau sein, schwere Rückenprellung und auch, wie heißt der gute? Lass mich lügen. Ach ja, Waldschmidt, der Ex-Freiburger etc. Die werden auf jeden Fall fehlen. Ansonsten kann Wolfsburg in Bestbesetzungen auflaufen. Sie haben natürlich eine Top-Qualität, was die Einzelspiele angeht, aber als Mannschaft brillieren sie nicht. Als Mannschaft spielen sie nicht zusammen. So scheint es zumindest. Da sind wir natürlich weitaus gefestigter. Sollten wir jetzt ja, nur halbwegs so eine Leistung wie gegen Augsburg abrufen? Denn sehe ich uns da schon klar im Vorteil, auch durch das Heimspiel und die Chance lassen wir uns nicht nehmen und. Allerdings, wie gesagt, wir müssen halt aufpassen, ne? Schnelles Umschaltspiel, vielleicht auch Standards, das kann alles auch ja, ziemlichen Gegenwind für uns morgen bedeuten, ne? Kruse hat sich da ein bisschen weit rausgelegt aus dem Fenster gegenüber Magath. Jetzt hat er intern auf den Deckel gekriegt. Das kitzelt einen dann auch nochmal so ein bisschen. Der Olle Arnold macht auch gerne mal ein Tor gegen uns. Aber gut, sprechen wir jetzt nicht nur positiv von den Wolfsburgern, was vermeintlich von denen
stark ausgehen könnte. Jeder weiß, was Wolfsburg kann, wenn sie es wollen, wenn sie als Team spielen. Besinnen wir uns auf uns. Es wird viel diskutiert, ob man die Startelf von Augsburg belassen soll, weil Özcan ja gelb gesperrt war. Aber wir können nicht davon sprechen, dass Özcan bitte hier beim FC bleibt und jetzt in diesem vermeintlichen wichtigsten Spiel soll er draußen sitzen. Sorry, nein. So gut es Jan Thielmann gemacht hat, ja. Aber dann wird sich Baumgart eher zwischen Thielmann und Ljubicic entscheiden und Sully wird auf jeden Fall in die Startelf rücken. Also das sehe ich zu 101%. Also wir können nicht hoffen und beten, dass Sully bleibt, wenn Skiri geht oder umgekehrt oder beide halten und. Ja, wir haben es gegen Augsburg gut gemacht, Punkt. Aber Sully soll das Gesicht vom FC werden und jetzt auf Transfermarkt und sonst wo in den Foren oder in den sozialen Netzwerken heißt es, nein, Sully braucht nicht. Er hat es auch gegen Mainz bewiesen, dass er... Der war Corona-positiv gemeldet da, hatte wohl aber keine Symptome, aber konnte 5 Tage nicht trainieren. Ja, dann hat er eine halbe Stunde abgerissen gegen Mainz, war der Garant für den 3-2-Sieg. Ja, gut, aber das kannst du ihm jetzt nicht schon wieder antun oder zumuten. Das geht nicht. Sully muss spielen morgen. Am besten für mich 4-2-3-1. Das System, was wir zuletzt davor auch immer gespielt haben, unabhängig, dass die Raute gegen Augsburg gefruchtet hat. Also Schwebe, Schmitz, Kilian, Hübers, Hector, Özcan, Skiri. Kainz, Uth, dann Ljubicic oder Thielmann und vorne Modest. Punkt. Also das wäre meine Startaufstellung und nur so können wir eigentlich auch spielen. Ansonsten weiß ich nicht, wenn Sully sagt, ja gut, lass mich draußen und ich bleibe trotzdem bei euch nach der Saison. Geiler Typ. Ansonsten weiß ich nicht, das wäre dann eher Minuspunkt in Bezug darauf, ob man ihn hier halten kann oder nicht. Weil gerade die Dortmunder sind sehr heiß auf ihn. Die wollen aber auch den Leimer haben von Leipzig. Vielleicht ist der die erste Wahl. Wenn sie den nicht kriegen, dann versuchen sie halt bei Özcan. Wenn Özcan hier 2 Millionen kriegen soll, weil wir das Budget dann doch ausschöpfen für ihn, er aber bei den Dortmundern 4 Millionen bekommt, ja gut, dann liegt es jetzt daran, Heimatliebe, Heimatverein, nochmal 2 Jahre hier abreißen und dann für 20 Millionen irgendwo hingehen. Oder jetzt irgendwie für 10 Millionen irgendwo hingehen, weil du da 2 Millionen mehr verdienst, aber weiß ich nicht. Am Ende schlagen wir Dortmund trotzdem wieder. Ja, ich hoffe, dass die Fans morgen von Minute 1 bis zur 95. da sind und die Mannschaft ununterbrochen anfeuern und nicht mit irgendwelchen dummen Scheißgelaber über Schmatke, irgendwelche Beleidigungen oder irgendwelche Scheiße über die Wolfsburger Fans oder sowas da. Mach das nach dem Spiel oder mach das, wenn es 3-0 steht oder sowas. Oder mach das, weiß ich nicht, wenn das Spiel so verläuft, dass die keine Chance haben und auch nicht mehr ins Spiel zurückkommen. Dann könnt ihr es kurzzeitig mal machen. Aber bitte Fans im Stadion, bitte push die Mannschaft ununterbrochen positiv nach vorne. Es hilft der Mannschaft nicht, wenn ihr Schmatke beleidigt oder die Wolfsburger Fans beleidigt oder die Wolfsburger Spieler beleidigt oder euch selber feiert, weil ihr euch da eine Bockwurst für 8 Euro reinpfeift oder sowas. Ja, ein bisschen nervös und aufgeregt bin ich auch schon, bin ich ehrlich. Ich keine Ahnung, wie ich das morgen aushalten soll. Drückt mir natürlich auch den Freiburgern die Daumen, dass sie ihr Heimspiel gegen Union auch positiv gestalten und das Spiel bestenfalls gewinnen. Denn mit unserem eigenen Sieg und einem Freiburger Sieg sind wir mindestens Platz 6. Und uns ist die Euroleague-Teilnahme nicht mehr zu nehmen. Ne? Aber gut, Baumgart hat es gesagt, vor dem Spiel gegen Augsburg, sollten wir Augsburg schlagen, können wir dann das Wochenende da drauf schon um was spielen. Und er hat recht, wir spielen morgen um was. So, und noch nicht mal um die goldene Ananas. Ne? Und selbst sollten wir im schlimmsten Fall verlieren, was nicht passieren wird, ich habe eben auf Holz geklopft, liegt es auch erstmal daran, wie die Konkurrenz spielt. Und dann können wir es am vermeintlich 34. Spiel in Stuttgart auch immer noch klar machen. Ne? Aber so wie die Frankfurter gejubelt haben beim 1-0 gegen West Ham mit dem Plattsturm, so will ich das oder so wünscht sich das jeder Köln-Fan, jeder neutrale Fan, dass das morgen auch für den FC so klappt. Ne? Bei der Saison, die Jungs abgerissen haben mit Baumgart, mit dem Trainerteam, mit der ganzen Mannschaft, mit den ganzen Einwechselspielern und mit den Fans im Rücken, mit uns im Rücken, denn wir sind die Seele dieses Vereins. Ja, da muss das, da kann das morgen nur positiv für uns ausgehen. Ne? Hier, ihr wisst es. Ja, ansonsten gibt es eigentlich sogar nichts zu erzählen, außer dass Andersen ja weiterhin fehlt. Für Ostrak und für Obus ist die Saison gelaufen, hat Baumgart ja auch in der PK gesagt. Ja, alle anderen sind bis dato jetzt fit, einsatzfähig. Hoffen wir, dass bis morgen nichts passiert, über Nacht. Und ja, dann lasst uns jetzt diesen heutigen Tag noch genießen. Ich setze nochmal in Klammern,
sehr wahrscheinlich, vermeintlich, unabhängig, ob wir in die Euroleague kommen oder am Ende doch nur in die Conference League. Ich denke, dass wir Skiri nicht halten werden können, dass er nämlich weg wollen würde und wir das Geld dann auch nehmen für ihn. Genießt also nochmal das Spiel morgen und wahrscheinlich nächste Woche, wenn er denn fit bleibt, gegen Stuttgart mit Skiri im FC-Trikot. Ne? Skiri bedeutet Klassenerhalt, Skiri bedeutet Weltklasse, ist es einfach so. Der wird noch stärker, als er eh schon hier ist. Und wir sollten das wirklich zu schätzen wissen, dass wir so einen Spieler bei uns hatten und der sich so den Arsch aufgerissen hat für uns. Und auch jetzt zuletzt, wo alle nur über Sully gesprochen haben, auch zu Recht. Aber Skiri wurde in den letzten Spielen auch immer wieder stärker, aber kaum einer hat ihn erwähnt. Nur die wenigsten, darunter ich. Das geht so ein bisschen unter. Ne? Also genießt das dann nochmal mit Skiri. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, bleibt gesund, drückt die Daumen, positiv denken. Und es wird schon irgendwie gut gehen, denn wir sind jetzt an der Reihe. Jetzt, ja, vermeintlich werden das jetzt positive Jahre für uns. Auch wenn es nächste Saison schwerer wird, durch die vermeintliche Dreifachbelastung. Ja, die Mannschaft wird trotz Abgänge verstärkt werden. Neues, frisches Blut kommt rein. So ein Spieler wie Olesen oder Lemperle werden auch mehr Einsatzzeiten bekommen. Ein Obus vielleicht, so wie Lemperle jetzt. Muss man mal sehen. Ja, und die Spieler, die Köln verpflichten wird, die werden gut in das Baumgart-System passen und sich ebenfalls für uns den Arsch aufreißen. Und diese Spieler, die kommen, die sind wahrscheinlich auch noch hungrig. Das sind keine Spieler, die irgendwo schon 10 Titel gewonnen haben. Und wenn das dann weiterhin passt und Spielglück und so weiter und so fort, dann werden wir auch weiter in der Bundesliga bleiben. Und das ist mein Hauptziel sowieso. Nie wieder absteigen. Alles andere nehmen wir mit Freude hin. Ja, ich mache jetzt mal einen Punkt, bevor ich mich wieder wiederhole. Möchte ich nämlich auch nicht. Achso, zu erwähnen ist noch, dass Ljubicic und Schmitz, die haben aktuell beide eine vierte Gelbe. Ja, müssen jetzt auch nicht unbedingt morgen eine gelbe Karte kriegen, wenn sie zum Einsatz kommen. Das können sie sich dann bitte kneifen, das können sie dann gerne im letzten Spiel beim VfB Stuttgart denn bekommen. Unabhängig, wie da denn das Spiel dann laufen wird oder ausgehen sollte. Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, bis morgen Abend sehr wahrscheinlich oder Sonntag, je nachdem wann ich das schaffe oder wann ich das Spiel real life sehen kann, weil ich kann es mir nicht live antun. Ich muss das Ergebnis wissen und dann gucke ich mir das an, weil sonst, ja, mit meiner Gesundheit, das haut nicht hin. Da wisst ihr ja dann eh Bescheid. Also, ich hoffe, dass ich das zeitnah dann schaffe, das Spiel in Real Life zu sehen, damit ich dann mich dann auch passend dazu äußern kann. Ansonsten, Common FC, rot und weiß für immer. Ja, wir sind an der Reihe. Morgen ist es soweit. Let's go.